Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 236 von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Butcher's Cola Smoky Flavor. Das ist eine Penny-eigene Marke. Also, Smoky finde ich die jetzt gar nicht so. Echt nicht? Ich schon. Sie hat schon so einen sehr eigenartigen Beigeschmack. Ja. So, als würdest du so ein bisschen auf Holzkohle rumkauen. Also, die hat einen eigenartigen Beigeschmack, aber ich würde nicht sagen, dass es Smoky oder Holzkohle ist. Doch, finde ich schon. Hat auch ein bisschen was von Vanille oder so. Hast du mal mein Bacon-Wodka getrunken? Habe ich gemacht, war gut. Der hat einen Smoky-Beigeschmack. Das stimmt, ja. Das hier hat Koffein drin, aber ich weiß nicht, wie viel. Und es steht auch ganz hinten auf der Zutatenliste, also wahrscheinlich wenig. Denke ich auch. Wobei Koffein auch nie ganz vorne steht, also von daher. Ja. Das haben wir da nichts verloren. Nee. Es war ein Event von Apple, ne? Von und mit und bei Apple. Ja, richtig. Und ich habe heute so ein lustiges Video gesehen, Bild gesehen, wo einer den Weg, den die Dame, die am Anfang in diesem Anfangsvideo zu sehen ist, die da zu dem Steve Jobs Theater läuft, ja, den auf dem Campus da genommen hat, den Weg, und der ist völliger Quatsch. Vielleicht kann man ganz kurz sagen, also es fehlt, also wie heißt der? Tim Cook hat getwittert, oh nein, irgendwas fehlt. Wer bringt es mir ganz schnell her? Ah, das hatte ich verpasst, okay. Und dann wurde halt dieses Video gespielt auf dem Stream. Mhm. Und da hat man dann gesehen, wie so eine Dame so einen silbernen Koffer durch die Gegend schleppt, über den ganzen Campus, also über das Firmengelände darüber. Genau. Genau. Und da gab es diesen Tweet, den habe ich mal hier verlinkt. Oder ich schreibe dir den Link mal in die Shownotes, wo jemand das mal so getrackt hat, weil die da wohl arbeitet oder gearbeitet hat. Genau. Und die meinte, das müsste so ungefähr der Weg sein, den sie genommen hat. Um halt schnellstmöglich von ihrem Büro dahin zu kommen, zu dem Theater. Das war halt ein sehr großer Umweg. Ja. Ja. Du hast den Event ja live gesehen. Ich habe den im Nachhinein mir angeguckt. Genau, also ich habe ihn tatsächlich zu großen Teilen live gesehen. Ich habe die komplette iPhone-Spiele-Darstellung leider verpasst, weil ich mich um meine Kinder kümmern musste. Das ist total schade, weil ich nämlich gehört habe, dass da Todd Howard auf der Bühne war, der von Bethesda, der Obermotz ist und da das Skyrim Blade irgendwas vorgestellt hat. Ja. Aber vielleicht fangen wir einfach vorne an. Also sie haben genau zwei Dinge vorgestellt und am Schluss so in so einem mit vorgehaltener Hand so gesagt, übrigens, wir haben auch noch hier dieses hier diese Musikbox, die wir rausgebracht haben, die kriegt noch ein Update und hier Apple TV kommt auch irgendwann demnächst. Und den Rest der Zeit, die zwei Stunden vorher knapp, haben sie gesprochen über die neue Apple Watch und die neuen drei iPhones. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mit der Uhr mal an, die zu besprechen. Also, die sieht ein bisschen anders aus als vorher. Ich habe das Gefühl, ich habe es ehrlich gesagt auf Bildern noch nicht verglichen, dass sie runder ist. Also, ja. Ja, sie ist größer, ein bisschen. Und das Display, was in der Uhr ist, das ist jetzt auch rund, so wie beim iPhone 10. Und hat diese abgerundeten Ecken, ne? Das genau, darauf wollte ich noch gar nicht hinaus. Ich wollte erstmal auf die äußere Form hinaus. Ich habe das Gefühl, sie hat eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, wie die Icons auf dem Springboard beim iPhone vor einiger Zeit. Erinnerst du dich? Die waren vorher nämlich, hatten sie relativ gerade Seiten und einen kleinen Border Radius. Und das haben sie dann irgendwann geändert. Und dann wurden die runder und bauchiger. Und ich glaube, die Uhr hat genau diese gleiche Entwicklung durchgemacht. Okay, erinnere ich mich nicht dran, aber. Also sie hat auf jeden Fall etwas, sie ist auf jeden Fall etwas höher und etwas breiter. Aber einen ganzen Millimeter weniger tief. Mhm. Hat also flacher. Insgesamt flacher. Also insgesamt hat sie ein bisschen weniger Volumen als die Apple Watch Series 3 vorher. Und sie heißt Series 4. Was sollte man noch anderes erwarten? Ich bin gespannt, was sie in 6 Jahren machen. Ob sie dann auch so komische Benamungen wie bei den iPhones an den Tag legen. Da kommen wir gleich noch drauf. Also die Uhr kann jetzt verschiedene andere Dinge. Sie hat zum Beispiel eine neue Rückseite, wodurch sie besser funken kann.
also wodurch sie überhaupt funken kann diesmal, das ging vorher nicht. Sie hat in dieser Rückseite ein Elektronikmesser, wo du ein EKG mitmachen kannst in der Uhr, was ziemlich einzigartig ist bislang, weil es einfach keine Consumer-Geräte gibt, die EKG können. Dafür sieht dann jetzt die Crown anders aus. Sie hat nämlich die Farbe, die vorher rot war, beziehungsweise schwarz bei den neuen und rot bei den neuen mit GSM-Funk drin. Ist nur noch so ein Ring und nicht mehr die komplette Farbe, weil eben das Metall wichtig ist als Gegenstück zu dem Metall unten drin. Das heißt, du fasst mit dem Finger der anderen Hand deine Crown an und darüber wird dann quasi über deinen ganzen Oberkörper das EKG gemacht. Finde ich sehr clever gelöst, muss ich sagen. Und also ich fasse mir mit der rechten Hand an die Uhr, die auf meinem linken Arm hängt zum Beispiel. Genau, an die Crown, weil da eben der Sensor jetzt drin ist, das Gegenstück. Und dann schickt die Uhr eben einen Strom einmal durch deinen Oberkörper und guckt, wie lange das braucht. Und vor allem dadurch dann, wie lange dein Herz, also wie dein Herz schlägt. Dann kriegst du so wie auf jedem Arztserien-EKG auch einfach so ein Herzschlagsensor angezeigt. Das ist eine ganz coole Sache. Außerdem haben sie eingebaut jetzt einen neuen Gyrosensor, der auch Falle erkennen kann. Also wenn man fällt, dann weiß der möglicherweise, also dass man gefallen ist. Dativ, Genitiv, Akkusativ, die verschiedenen Fälle. Nee, eben nicht, sondern Falle, nicht Fälle. Was ich ein ganz cleveres Feature finde, also ich habe mir seit der Keynote gestern Abend habe ich mir so ein bisschen ausgedacht, was es so an Möglichkeiten gibt, wo man tatsächlich fällt und sich danach eine Minute lang nicht bewegt, woraufhin die Uhr dann automatisch einen Notruf absetzt mit genauer Position. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist ein Autounfall, wo man bei ohnmächtig wird. Also. Aber da fällt man ja eigentlich nicht. Ja, aber die Uhr merkt es ja vielleicht trotzdem, weil man sehr abrupt plötzlich seine Bewegung ändert. Mhm. Jedenfalls war das der einzige Fall, der mir irgendwie eingefallen ist. Oder wenn du von der Leiter fällst. Also ich hatte das auch mal, dass ich selber nicht von der Leiter gefallen, aber ein Bekannter von mir ist über ein Gartentor gefallen und lag dann da 5 Minuten. Okay. Wie der selber zu sich gekommen ist. Dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ich erinnere mich, Angela hat mir erzählt, sie ist irgendwann im Winter, ist sie einfach ausgerutscht und total hart aufgeschlagen und hat sich dann auch so im Delirium überlegt, ach, ich bleibe jetzt einfach mal liegen. Mhm. Was natürlich auch völliger Quatsch ist, so, aber ne, wenn es eben schlimmer gewesen wäre, dann hätte die Uhr in diesem Fall dann eben den Notruf gerufen. Was ich ein ganz cooles Feature finde, muss ich sagen. Ein Bekannter von mir ist bei der Hochzeit von dem Standesbeamten umgefallen, vom Stuhl gefallen. Wäre das auch gemessen worden? Wenn der Standesbeamte so lahm ist, dass er eine Minute lang den Bräutigam da liegen lässt, dann schon. Also du hast eine Minute Zeit, um zu sagen, hey, übrigens, ich bin noch wach und mir geht's gut, ich bin nur irgendwo runtergesprungen, so. Und wenn du das eben nicht machst, dann wird automatisch die Notruf abgesetzt, was ich echt ein sehr gutes Feature finde. Ich kann mir vorstellen, dass das, ne, also für Millionen Leute wird es keinen einzigen Nutzen haben, aber für die 3 Leute, wo es tatsächlich hilft, ist es echt gut gewesen. Ja, ich frage mich aber sowas immer, wie die Backends funktionieren, also ob das tatsächlich auch in Deutschland funktioniert oder funktioniert das nur in San Francisco, weil das eine Krankenhaus oder die eine Emergency-Station damit ausgerüstet ist. Du, das kann ich dir ziemlich genau sagen, weil ich nämlich jemanden kenne, der in Ingolstadt arbeitet bei der Rettungsdienstleitzentrale. Mhm. Und die können immens krasse Dinge mit Technologien anfangen. Also die wissen zum Beispiel, wenn du sie mit dem iPhone anrufst, wo du bist. Okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert, auch in Deutschland. Okay. Weil einfach die Technik da an dieser Stelle schon weit genug ist. Ja. Dann ist das Feature, du hast es im Grunde schon erwähnt, das Display ist größer geworden. Es ist jetzt runder. Also es hat die gleichen runden Ecken wie das iPhone 10 vorher und hat kein Notch. Dafür aber einen viel dickeren Rand. Also Edge to Edge ist es, glaube ich, immer noch nicht, oder? Mhm. Was sagt man? Nee, ist es nicht. Der Rand sah mir immer noch ähnlich groß aus, nur dass er halt jetzt weiter in die Rundung, also ein bisschen anders aussieht. Genau, also ich glaube, dass der Rand tatsächlich ein bisschen kleiner ist, aber dafür eben gleichmäßig. Ja. Und ich finde es insgesamt sehr schick, was dazu führt natürlich, dass die
dass die Uhr wirkt, als hätte sie ein erheblich größeres Display, obwohl eben die Ecken fehlen. Und das scheint mir ganz clever gelöst zu sein. Ja. Die ist halt auch ein bisschen größer geworden, ne? Also statt 38 und 42 Millimeter gibt es jetzt in 44 Millimeter. Genau, also die Display, die gedachte Diagonale, wenn ich mich nicht irre. Wobei die vom Gehäuse. Nicht vom Display. Nee, die Millimeter bezieht sich mal auf das Gehäuse. Das ist wie so eine normale Uhrengröße. Ach so, okay. Ich dachte, das geht um das Display, alles klar. Genau, und in dem Zuge haben sie dann auch gleich zwei neue interessante Watchfaces vorgestellt, die einfach wahnsinnig viel mehr Platz nutzen. Also bislang gab es natürlich auch Watchfaces, die den kompletten Platz genutzt haben, aber diese hier haben einfach mehr Platz und nutzen den auch. Eines davon ist ein rundes Watchface mit 8 Komplikationen drin, mehr als wir jemals hatten bislang. Bislang war das Maximum eben die 5 auf dem Modular Watchface. Und es gibt ein neues Modular Watchface, was wieder nur 5 Komplikationen erlaubt, aber zusätzlich noch ein Datum anzeigt. Mhm. Und außerdem gibt es noch ein paar andere Watchfaces, auch für die älteren Uhren, mit Atemkram und bewegendem Feuer und so ein Quatsch. Also davon halte ich nicht viel. Und die Atemdinger fand ich ganz cool und dieses Feuer und auch das Wasser, das sah richtig cool aus. Ich hatte ja, als ich meine... Ja, aber gerade diese Atemfunktion, pardon, dass ich dich unterbreche, diese Atemfunktion, ich glaube kaum, dass die irgendjemand sinnvoll benutzt. Du guckst ja nicht auf deine Uhr, um einmal durchzuatmen, bevor der Bildschirm wieder ausgeht. Und das tut er ja schon nach wenigen Sekunden. Also bei mir dauert ein Atemzyklus irgendwie 6 Sekunden und ich glaube, die Uhr geht vorher aus. Ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben, aber... müsste man sich mal im Detail wahrscheinlich angucken. Mhm. Ich benutze meine Apple Watch ja fast, also gar nicht mehr eigentlich. Ich habe sie jetzt gerade aus dem Schreibtisch rausgekramt, mal wieder. Mhm. Aber ich hatte am Ende hatte ich immer nur noch, also komplett schwarz und nur noch das Ziffernblatt drauf. Und ich glaube, ein Datum. Also gar keine Informationen. Weil mich das einfach nur gestört hat irgendwann. Und deswegen dieses neue Watchface, über das alle so schwärmen mit den 8 Komplikationen, das finde ich total hässlich. Für mich ist es einfach nur so ein Informations-Overkill von Sachen, die ich nicht brauche und nicht will. Aber das ist ja das Gute bei so einer Uhr, man kann das machen, wie man das haben möchte. Genau. Es gibt gleichzeitig übrigens, apropos wie man das haben möchte, gibt's neue Varianten, glaube ich. Es gibt jetzt ein Gold-Finish. Nee, das gab's vorher auch schon, ne? Ja. Dann gibt's auf jeden Fall neue Nike-Watch-Versionen, wovon eine ein reflektierendes Armband hat. Also es gibt halt die mit den Löcherarmbändern und die mit dem Sport Loop, und das Sport Loop von der Nike Version hat in weiß und schwarz jeweils reflektierende Silberstreifen drin, was ich ein ganz cooles Feature finde. Und dann gibt's natürlich wieder irgendwelche Hermes Uhren, super die ich ja ganz sind. Geil finde. Die finde ich aber ganz ganz cool. Wir unterscheiden sich ja hauptsächlich wieder von den in den Armbändern und dass man dann bei den Nike und Hermes ein spezielles Watchface mitbekommt, was man bei den anderen nicht bekommt. Genau, und da zeigt sich natürlich auch wieder die Politik von Apple, dass du Watchfaces eben nicht frei installieren und benutzen kannst, sondern dass die schon mitbezahlt werden, wenn du so eine Hermes-Uhr kaufst oder eben die Nike-Uhr, die genauso viel kostet, aber eben später auf den Markt kommt und dann eben Nike gebrandet ist. Ja, bei der Hermes-Uhr kann ich das verstehen so ein bisschen. Bei der Nike-Uhr hätte ich gedacht, da würden sie sagen, okay, wenn du hier die Nike-App installierst, kriegst du auch die Watchfaces oder so. Das, weil das ist ja eigentlich nur Werbung. Ja, Hermes, ist es ja so ein bisschen Luxury und ich, das ist eher, soll ja eher so ein Schmuckstück sein. Und da kann ich das ein bisschen verstehen, dass man da was Exklusives macht. Ja, du, die Nike-Watch-Uhren sollen aber auch Schmuckstücke sein. Ja, aber die sind nichts Exklusives, weil sie ja nicht unbedingt teurer sind. Ja, die sind nicht teurer, aber du musst schon noch 2 Wochen mehr warten als auf die Standarduhr. Ja. Wir müssen dann noch jemanden hinsetzen, der die Löcher aus den Armbändern rausstanzt. Ja, genau. Ja, was sagst du zu der Uhr? Reizt es dich plötzlich wieder eine Apple Watch zu tragen? Nee, ich weiß es nicht. Also ich habe ja zurzeit meist diese Nokia-Uhr Stil HR. Mhm. Ne? Und die finde ich halt ganz cool, weil die macht halt auch Heartrate und macht halt auch so einen Schrittezähler. Ich habe 50% geschafft heute, das ist nicht so viel.
Aber sie sieht halt deutlich schicker aus, ne? Mhm. Finde ich. Sie sieht halt zurückhaltend aus. Und man kann halt einfach mal so nebenbei drauf gucken, ohne die Uhr deutlich zu bewegen, und kann trotzdem sehen, wie spät es ist, wenn man in einem langweiligen Meeting sitzt. Ja, so zurückhaltend, wie so eine 4,5 cm Durchmesser-Uhr eben aussehen kann. Ja, die ist nicht 4,5 cm Durchmesser. Na gut. Finde ich, glaube, also ich glaube, ich weiß es nicht. Natürlich dieses EKG-Feature finde ich ganz cool. Und ich fand halt, finde ich auch, dass du GPS und LTE da drin haben kannst, eigentlich ganz cool, dass du halt auch mal das Ding halt also quasi als Telefon benutzen kannst und dann halt ohne Telefon weggehst und irgendwie deinen Podcast streamen kannst da drauf, ne? Mhm. Aber ich glaube, das brauche ich nicht. Interessant finde ich das ja, dass die ein bisschen größer gemacht haben und wie das ist mit der Kompatibilität zu den alten und neuen Armbändern. Also was ich jetzt gelesen habe, ist, dass die neuen Armbänder auf jeden Fall kompatibel sind zu den alten Uhren. Aber andersrum weiß ich es nicht. Ich kann es dir sagen, sie haben auf der Keynote gesagt, alles läuft miteinander. Ja, aber sieht es auch gut aus, dass sie gut reinpassen? Jo. Okay. Weil ich glaube nämlich, also die Armbänder, die momentan in der Uhr stecken, die haben ziemlich genau einen 45 Grad Winkel am Rand. Mhm. Und den hast du in der neuen Uhr genauso, nur dass der Teil also zwischen dem Rand des Armbands, also die Kanten, das was vorher eben die geraden Kanten waren, die sind jetzt ein Stück weiter nach außen gewölbt. Okay. Als hättest du die Uhr so ein bisschen aufgepustet, glaube ich. Ja. So sieht es aus. Und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, dass das schlechter aussieht als jetzt. Ist auch nicht so das Problem für mich. Ich habe jetzt nicht so eine große Armband-Collection, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige andere das haben. Bei mir ist das tatsächlich ein Problem. Ich möchte sie gerne kaufen. Ich werde das irgendwann machen, weil ich einfach glaube, dass das ein gutes Update ist von der Series 2, die ich habe. Weil sie allein schon viermal so schnell ist, weil letztes Jahr ist sie doppelt so schnell geworden und dieses Jahr ist sie wieder doppelt so schnell geworden. Heißt also, sie müsste im Grunde viermal so schnell sein. Und ich habe tatsächlich jetzt einen kurzen Moment darüber nachgedacht, ob ich die kleinere Version nehme, weil das Display ja jetzt plötzlich größer geworden ist. Mhm. Aber das funktioniert nicht, weil ich habe 5 oder 6 verschiedene Watchbänder, die ich dann alle mitverkaufen müsste. Und das will ich nicht, weil die habe ich halt lieb und die möchte ich gerne weiter benutzen. Deswegen wird es die große Uhr bei mir werden. Ja. Ja. Ich glaube, ich würde auch die große kaufen. Aber also ich habe von der Nokia mir die kleine zuschicken, ich habe die ja gewonnen, die kleine zuschicken lassen und ich hätte da lieber mal die große nehmen sollen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, ich kaufe mir die nicht. Okay. Ja. Naja, also wie gesagt, ich finde sie halt sehr, sehr cool. Was machst du denn mit der Watch so großartig? Also ich mache tatsächlich... Also benutzt du irgendwelche Apps da drauf? Die drei großen Features von der Apple Watch sind ja Notifications, Health und das dritte habe ich vergessen. Aber Notifications und Health sind tatsächlich Sport. Genau die beiden Dinge, die mich interessieren. Sport ist das dritte. Sport. Health. Hätte ich jetzt zu Health getan. Ja, den Teil habe ich mir von der Kino auch gesehen und der hat gesagt Notification, Activity und dann hat er nochmal Health gesagt. Also genau, für Activity benutze ich die halt sehr viel und für Health, also Herzrate und so, gucke ich mir dann natürlich in dem Zuge auch mit an. Und Notification auf jeden Fall, weil mein iPhone halt im Grunde gar nichts mehr anzeigt. Alle meine Notification kommen stumm auf mein iPhone, werden direkt an die Uhr weitergeleitet. Was mich interessiert, wird halt weitergeleitet und macht eine Vibration und alles andere landet einfach im iPhone. Und dafür benutze ich sie halt rund um die Uhr. Ja. Und ich benutze sie tatsächlich auch viel, um kurze Informationen zu gucken. Jeden Morgen zum Beispiel gucke ich einfach, wie kalt und warm ist es denn eigentlich draußen, um zu wissen, wie kalt oder warm ich meine Kinder anziehen muss. Mhm. Und ich finde die Ringe der Uhr total toll. Also das ist quasi das, was mich am meisten motiviert, mich zu bewegen. Und ich benutze es auch tatsächlich alle Nase lang, wenn ich mein iPhone nicht direkt am Mann habe, sondern nur irgendwo in der Nähe auf Notifications zu antworten. Also dafür, das sind so meine Use Cases für diese Uhr. Und ich gehe damit eben laufen. Und jetzt, wo sie auch Podcasts kann, seit WatchOS 5, finde ich das einfach ein ganz großartiges Gerät. Und das ist eben bei der Series 2 schon so und die Series 4 ist eben
schneller, was ziemlich cool ist und hat eben viele tolle neue Features, abgesehen davon, dass ich das Display halt sehr schick finde. Mhm. Okay. Gut. So viel zur Uhr. Kommen wir zum iPhone, zu den iPhones. Ja. Ja, also es gibt neue iPhones. Wer hätte es gedacht? Ein bisschen motivierter, Arne. Wir erinnern uns ja, letztes Jahr kam das großartige neue iPhone X, das iPhone, wer könnte denn sowas, das iPhone X, mit dem Notch und den runden Ecken und ohne Home-Button als völlig neue Variante, die super teuer war. Also ich glaube, es fing bei knapp 1100 Euro an. Mhm. Und da gab es aber dann gleichzeitig irgendwie noch das iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Und die wurden dann so als Dreiergespann verkauft, aber 8 und 8 Plus fielen halt in der Rezeption durch die Benutzer völlig hinten runter, weil die einfach nicht der geile heiße Scheiß waren, sondern genauso aussahen wie das Vorjahresmodell und das iPhone 10 einfach die tollen neuen Features hatte, wie eben ein OLED-Display und Face-ID, also die Gesichtserkennung. Und diese Sparte haben sie jetzt quasi erweitert. Es gibt keinen iPhone 8 Nachfolger, sondern es gibt quasi nur iPhone 10 Nachfolger, nämlich das iPhone 10S, das noch größere iPhone 10S Max, was der schlechteste Name ist seit der Erfindung von japanischen Rollenspielen. Und es gibt, das haben sie so im Nachgang gesagt, noch das iPhone 10R. iPhone S und S Max sind im Grunde identisch, das S. Das S Max hat einen größeren Bildschirm, erheblich größer, das ist so groß wie ein 8 Plus und hat halt einen 6,5 Zoll Bildschirm, größer sogar als das Samsung Note Galaxy 9 oder so. Und es ist halt ein riesengroßes Telefon, aber ansonsten haben sie genau dieselben Features. Also ist das nicht so wie bei allen Vorjahresmodellen seit dem 6er, dass das größere davon die bessere Kamera hätte zum Beispiel. Mhm. Sondern die sind im iPhone S und im iPhone S Max. Nee, Moment, da fehlte was. iPhone 10S und iPhone 10S Max. Tennis und Tennis Max. Genau, Tennis und Tennis Match sind die quasi gleich. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von coolen neuen Features. Also sie haben natürlich einen neuen Prozessor eingebaut, der hat einen neuen Co-Prozessor für Machine Learning, richtig? Dann gibt's ein neues Stereo-Soundsystem, was den Sound irgendwie weiter in die zwei Richtungen schickt beim Angucken. Dann gibt's gleichzeitig neue Mikrofone, die den Sound beim Videoaufnehmen in Stereo aufnehmen. Es gibt, das Display hat irgendwie 60% mehr Farben oder so. Ich weiß nicht, vorher konnten sie nur blau und rot und jetzt können sie plötzlich auch noch gelb, grün und lila und orange darstellen oder so. Und es hat halt genau wie vorher auch ein OLED-Display und ich glaube, das war's so mit den neuen Features. Mhm. Und das haben die beiden eben gemein und die sind irrsinnig teuer, weil sie eben diese tollen neuen Features haben. Und dann kam aber Phil Schiller auf die Bühne. Ist noch 2 Meter wassertief. Ah ja, stimmt. Das ist wasserdichter als das vorherige. Richtig. Ja. Das ist nämlich jetzt 2 statt 1 Meter wasserdicht, wo das Telefon am Boden dieses Meters, beziehungsweise 2 Meter, 30 Minuten lang rumliegen kann. Ja. Genau. Und dann kam Phil Schiller auf die Bühne und hat gesagt, hey, übrigens, wir haben hier noch noch ein iPhone übrigens. Und das heißt, weil wir es für die breite Masse verfügbar machen wollen. Und das heißt iPhone 10R. Und es kommt in 6 Farben statt wie vorher in 3, weil das neue iPhone 10S und 10S Max gibt's halt in Gold auch. Und in Silber und, wie heißt es, Space Gray. Und die 10R, die gibt's halt in 6 Farben, schwarz, weiß, gelb, hellblau, Koralle und Product Red, rot. Mhm. Und was die an Abstrichen haben, ist, die haben nur 1 statt 2 Kameras.
können damit aber auch die tollen neuen Software-Features, nämlich den Porträtmodus, weil die über Machine Learning rauskriegen, wo ein Gesicht auf dem Foto ist und dann den Rest einfach geschickt ausblenden, obwohl sie die Tiefe mit einer Linse nicht erkennen können. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das machen sie über die Autofokus-Pixel, haben sie gesagt. Okay. Weil die Autofokus-Pixel erkennen sie, was im Fokus ist und wenn das, wenn der Kopf, also daran erkennen sie Kopf und sowas. Okay, alles klar. Das ist ein Feature, was angeblich nur mit Gesichtern funktioniert, so wie der Porträtmodus ja auch gedacht ist im Grunde. Aber bei meinem iPhone 7 Plus weiß ich halt, es funktioniert auch mit Gegenständen. Mhm. Und das wird halt in dem iPhone 10R mangels zwei Kameras nicht gehen. Zum Beispiel geht es mit Kühen. Zum Beispiel. Dazu eine, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht später sagen, aber die haben mal halt diesen Porträtmodus auch verbessert. Jedenfalls haben sie das während der Vorstellung vom iPhone 10S gesagt. Und dann gezeigt, haben sie nämlich eine Person gezeigt, die am windigen Tag, so mit langen Haaren, am windigen Tag irgendwo stand und da waren einzelne Haare und die waren halt scharf vor dem unscharfen Hintergrund. Und das hat mich halt sehr stark an das Foto, was du mir mal gezeigt hast, von der Kuh erinnert. Ja. Weil du wolltest mir halt mit der Kuh zeigen, wie toll doch dieser Porträtmodus ist. Und ich habe gleich gesagt, er ist voll scheiße, weil nämlich eigentlich müsste der Draht hier, der müsste scharf sein, aber der ist komplett unscharf. Richtig, und, so ist es. Und genau, und das haben sie jetzt wohl offensichtlich verbessert, weil jetzt erkennen sie offensichtlich sogar einzelne Haare. Und wäre auch dieser Draht, der bei dir auf dem Foto war, der müsste dann ja eigentlich auch scharf sein. Das war ein ähnliches Feature. Nein, weil ich glaube, das Foto, von dem du sprichst, mit den Haaren, wo man die sehr, sehr genau sehen konnte, war ohne Porträtmodus gemacht. Haben sie extra gesagt, mit Porträtmodus. Und haben sie sogar noch hervorgehoben, sogar die Haare werden jetzt einzeln erkannt. Tatsächlich, okay. Na gut, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, dann ist es offensichtlich tatsächlich besser. Außerdem haben sie irgendwie ein Smart HDR-Feature, weil der Prozessor jetzt so viel leistungsstärker ist und Machine Learning kann und so. Machen die jetzt einfach bei jedem Foto irgendwie gleichzeitig 1 Million verschiedene Berechnungen und verschiedenste Fotos. Und da kriegen sie dann halt die Farbwerte besser rausgerechnet. Also wenn nötig, dann sieht man in den schwarzen Teilen des Fotos mehr Details und in den weißen eben auch. So, das finde ich ganz clever. Das ist ein Feature, was ich auch viel benutze, das HDR-Ding von dem Telefon. Wenn ich mich dann nicht mehr darum kümmern muss, ob das Foto das macht oder nicht, ist es natürlich noch besser. Ja. Außerdem haben sie noch ein tolles neues Software-Feature vorgestellt, dass du den Unschärfe-Effekt von dem Porträtmodus im Nachhinein abschwächen kannst, wenn du Bock hast. Ja, wobei das haben sie über, also hast du kriegst so einen Regler und den haben sie halt mit F irgendwas benannt, also wie eine Blende bei einer Kamera. Mhm. Und das ist es ja nicht, ne? Das ist halt so ein virtueller Blendeneffekt vielleicht. Könnte man, wenn man gutmütig ist, kann man sagen, ist halt keine richtige Blende. Aber genau. Da muss man dazu sagen, sie haben behauptet, das sei jetzt ein total neues Feature, was du einfach mit Spiegelreflexkameras nicht kriegst. Das stimmt. Es gibt zwar so Fokusfeldkameras, mit denen geht es. Die sind aber nicht sehr praktisch und nicht sehr weit verbreitet. Aber es ist in Wirklichkeit kein neues Feature, denn seit das iPhone 7 Plus auf dem Markt ist, gibt es Apps, die genau dieses machen, dass du hinterher hingehen kannst und deine Unschärfe ändern. Also von daher haben sie da quasi nur Dinge mit gesherlockt, die es vorher auch schon gab. Und was halt interessant ist an diesem iPhone 10R, das kostet im Einstiegspreis statt 1150 Euro 850 Euro. Mhm. Was also 1150 wäre das iPhone 10S. Tennis. Genau, das iPhone Tennis kostet eben 1150 Euro in der geringsten Größe, nämlich 64 GB Speicher. Mhm. Das gibt's noch in 256 und in 512. Mhm. Und kostet in 256 1319 Euro. Mhm. Während das iPhone Tenner, Jan Tenner, das kommt eben in 64, 128 und 256 Gigabyte Größe und kostet in, oh, das weiß ich jetzt gar nicht, die 128er Größe kostet auf jeden Fall 909 Euro. Kostet 400 Euro weniger als das Tennis. Genau, also ich habe jetzt ein 7 Plus mit 256 Gigabyte. Was enorm viel ist und was ich nicht brauche, habe ich festgestellt. Mhm. Mir würden auch 128 reichen. Das gibt's halt beim iPhone Tennis nicht. Ja? Ich habe ein 6S mit 128. Aha. Habe 50 GB frei.
Ja. Das heißt, 128 ist eine gute Größe. Genau. Für mich. Genau. So ähnlich ist es bei mir auch. Also ich habe halt wahnsinnig viele Fotos drauf, die ich nicht drauf haben müsste. Und wenn ich die alle runterschmeiße, dann sind halt 128 für mich auch völlig in Ordnung. Und das ist halt eine Größe, die gibt's beim Tenner. Und deswegen werde ich mir wohl das kaufen. Bei Zeiten. Ja. Bei mir ist es, ich bin halt auch noch am Überlegen. Eigentlich kaufe ich ja immer gerne das kleinste Topmodell. Also das kleinste mit physikalische äußere Abmaße und dann den größten Speicher. Ne? Das wäre jetzt 10S Tennis mit 512. Genau. 512 ist total bekloppt, brauche ich nicht. Also müsste ich 256 kaufen. Genau. Und die andere, das kostet dann 1400 oder so, ne? 1319. Genau, 1300. Plus eine Hülle. Ja. Oder ich kaufe mir halt das 10R mit 128. Ist halt genauso gut für mich ausreichend. Mhm. Und das kostet dann 400 Euro weniger. 909 Euro. Ja. Genau. Und der Unterschied ist eigentlich nur, okay, ein Meter weniger wasserdicht. Mhm. Das ist aber, glaube ich, nicht so relevant. Ja. Jedenfalls für mich jetzt nicht so relevant. Dann, das ist ein LCD statt einem OLED-Display und das ist ein bisschen schlechter, also nicht ganz so hoch aufgelöst, das Display. Aber das ist ungefähr so ein ähnliches Display wie auf meinem 6S, also die gleiche Pixeldichte. Genau. Und das finde ich schon super, das reicht mir. Da brauche ich jetzt nichts Besseres. Ja. Und diese Dual-Kamera. Und die brauche ich auch nicht, weil wenn ich mache mit meinem Telefon häufig Fotos von Preisen im Supermarkt, von Cola-Dosen, um dir die hinzuschicken, um zu sagen, ob wir die heute trinken wollen, ne? Genau. Also ich mache relativ schwachsinnige Bilder mit meinem Handy. Dazu brauche ich keine super Kamera. Da, wenn ich ein super Bild machen möchte, dann nehme ich eine richtige Kamera. Ja. Und deswegen reicht mir das 10R, glaube ich, auch. Bei mir ist es genau die gleiche Überlegung. Also ich würde auf keinen Fall ein iPhone kaufen, was eine schlechtere Kamera hat als die ich habe. Ich glaube, dass die Einzellinse in diesem iPhone 10R erheblich besser ist mit dem ganzen Prozessorkram, der dahinter steckt natürlich, als das, was ich in meinem 7 Plus habe. Mhm. Und der Porträtmodus ist halt ein bisschen schwächer. Auf was ich verzichten müsste, ist halt der Zoom. Aber der ist mir auch definitiv keine 400 Euro wert. Ja. Und deswegen... Also mein Favorit ist aktuell auch einfach ein 10R in 128 Gigabyte. Was mich beim 10R noch stört, ist, dass es physikalisch größer ist als das 10S. Siehst du, das ist bei mir nämlich auch ein Punkt. Ich würde auf keinen Fall wieder ein so großes Telefon kaufen, wie ich es jetzt habe. Es sei denn, die Kamera ist wirklich erheblich besser. Das ist sie aber jetzt nicht in dem aktuell größten Modell. Von daher würde mir auch das iPhone 10S von den Außenmaßen auf jeden Fall reichen. Aber das 10R ist halt erheblich billiger. Aber das 10R ist halt genauso, fast genauso groß wie das Plus, ne? Und nee, das ist tatsächlich ein ganzes Stück kleiner. Das ist bestimmt einen halben Zentimeter in jede Richtung kleiner. Also wenn ich die Bilder auf Apple, da sind die beiden nebeneinander, da sehen die gleich aus. Hast du nicht irgendwo da Maße tatsächlich? Nee, hier gerade nicht. Okay, also es ist schon ein Stück kleiner. Es ist natürlich größer als das 6er, das ist richtig. Aber dafür hast du natürlich auch viel mehr Display. Ja. Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, ich fahre jetzt demnächst nochmal in Urlaub mal wieder. und ich werde jetzt tatsächlich nichts bestellen. Und ich werde es, also ich hatte es überlegt, dass ich mir jetzt am Morgen das Tennis bestelle und dann überlege und dann das sowieso behalte, weil ich habe es ja schon bestellt. Ja. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich glaube, ich fahre jetzt in Urlaub und dann bestelle ich mir das 10R. Ja. Wenn ich wieder da bin. Und wenn es mir dann nicht gefällt, dann kann ich es zurückbringen und kann ich mir immer noch das Tennis kaufen. Dann habe ich es halt einen Monat später gekauft oder anderthalb Monate später. Ja. Obwohl, dann geht das dann noch? Muss ich mal Leo fragen. Weiß man nicht, ne? Nee. Oh ja, es ist, warte mal. Was vergleiche ich jetzt hier? Ich vergleiche gerade das iPhone 8 Plus mit dem 10R. Genau. Hat er sich. 8 mm schmaler. Ja. Und 3 mm weniger breit. Mhm. Und 8 mm weniger hoch. Genau. Nicht ganz, aber ungefähr, ja. Und dafür ein Stück dicker, was aber nicht so ins Gewicht fällt. Apropos Gewicht, das ist ziemlich gleich. Ja. Ja, du hast ja das Große, mein Vater hat das Große. Ich mache mich immer darüber lustig, dass die Leute ein Tablet haben, aber ja, dann habe ich auch mal ein Tablet.
Ja, genau. Was dieses Telefon angeblich viel besser macht als das 10, ist, dass der, dass das Face-ID-Feature viel schneller funktionieren soll. Also es ist wahrscheinlich ein ähnlicher Sprung wie beim Touch-ID-Feature auch schon. Erinnerst du dich? Ja. Hast du auch nicht miterlebt, ne? Doch, ich hatte das 6er und jetzt habe ich das 6S. Ja, aber der erste Touch-ID-Sensor, der gab, den gab es ja im 5S. Und im 6. Ach stimmt, der war da, ja, richtig. Okay, stimmt, der war da, der ist da gleich geblieben, hast du recht. Ja. Ja, also ich finde das iPhone 10R ist ein ganz tolles Gerät. Ich habe das vorher nicht gedacht. Also diese Ankündigung hier und dann kommt irgendwie dieses iPhone 10R raus und ich habe gedacht, was soll denn das? Warum braucht man denn so ein Gerät? Wo ist das SE hin? Mhm. Ich hatte gehofft, dass das SE kommen wird in einer neuen Version mit einer guten Kamera. Das hätte mir dann auch gereicht. Machen sie halt nicht. Gut, okay. Also Telefone werden immer größer, müssen uns dran gewöhnen, lassen uns halt größere Hände wachsen. Aber was sie mit diesem Line-Up ganz klar gesagt haben und zeigen, ist, dass das Bild, das man von einem iPhone 10 Jahre lang im Gedächtnis hatte, vor Augen hatte, nämlich so ein halbrundes Gerät mit einem runden Knopf unten, dass sie das ablösen wollen durch ein Gerät, was oben einen Notch hat und keinen Knopf mehr. So, und das zieht sich halt jetzt durch die ganze Palette und ich glaube kaum, dass sie davon wieder abweichen werden. Jedenfalls nicht in den nächsten 5 Jahren. Ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage für dich. Ja. Welche Farbe? Ich schwanke. Also ich würde nicht schwarz nehmen, das ist mir zu langweilig. Mhm. Ich würde nicht rot nehmen, denn du hast gesagt, du willst dir das in rot kaufen. Blau ist nicht meine Farbe, das wäre so ein Telefon eher für Angela. Mhm. Da bleiben dann halt nur noch Koralle, also orange, was ich eigentlich total geil finde. Oder weiß, was wahrscheinlich einen besseren Wiederverkaufswert hat. Oder gelb. Das sind so meine 3 Favoriten aktuell. Ich überlege zwischen weiß und rot. Also kaufen werde ich es auf jeden Fall erstmal nicht. Möglicherweise gegen Ende des Jahres. Ja. Aber nee, jetzt mich irgendwie hinstellen und 2 Monate drauf warten, weil ich ihn eine Minute zu spät vorgestellt habe und so, das habe ich gar keine Lust zu. Und wie gesagt, im Grunde brauche ich auch gar kein neues Telefon. Mir würde mein iPhone 8 auch reichen. Ich hätte halt schon gerne ein paar von den neuen Features. Und mir ist mein iPhone, ich habe gar kein iPhone 8, mein 7 Plus ist mir halt ein Tick zu groß. Mhm. Abgesehen davon glaube ich, dass ich für mein Modell noch relativ viel Geld kriege und dass deswegen das Upgrade jetzt auf das relativ günstige iPhone 10R nicht so teuer wäre für mich. Ja. Ich kriege für mein 6S nicht mehr so viel. Ich habe mal geguckt, also irgendwie die verkaufen jetzt für 250 neu. Also vielleicht mit der 128 kriege ich vielleicht 300 Euro dafür, wenn ich Glück habe, ne? Mhm. Und ich habe ja echt Probleme mit dem Akku. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das komplett neu frisch installiere von meinem Urlaub. Ja. Hast du schon die Beta drauf? Nein. Ja, damit wird's vielleicht besser werden. Keine Beta-Software. Okay. Aber wenn die jetzt ist sie schon im Golden Master, also im Final Release, dann würde ich die vielleicht installieren. Ja, ist sie seit heute Morgen. Okay. Ja, auf jeden Fall mal gucken. Ich wollte einmal platt machen, aber das muss ich mir erstmal merken, was denn wichtig ist, was ich wieder drauf haben muss. Dieses Plattmachen funktioniert ja im Grunde nicht mehr so richtig gut, seit es den ganzen Cloud-Kram gibt. Ja, nee, das finde ich ja ganz gut. Dieser ganze Cloud-Kram ist ja ganz gut, aber ich habe irgendeinen Prozessor drauf, der das Gerät ab und zu richtig, richtig heiß macht und dann innerhalb von 5 Minuten 50% Batterie wegballert. Das ist die Symmetry-Fotos-App, das macht sie bei mir nämlich auf sämtlichen Geräten. Ja, ich weiß es nicht. Also ich kann dann manchmal zugucken, wie der Strom rausgeht. Und nicht so, oh, jetzt ist nach 2 Minuten wieder 1% weg, sondern 1% weg, 2% weg, 3% weg. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist nicht immer so. Naja. Egal. Wo ich gerade diese Seite noch offen habe mit dem iPhone-Vergleich, ich wollte nie wieder ein weißes iPhone kaufen. Weil bei einem weißen iPhone nämlich der Startbildschirm weiß ist mit einem schwarzen Apple-Logo. Und ja, das ist schön. Das ist einfach furchtbar, weil dir das in der Dunkelheit auf voller Helligkeit einfach das Gesicht wegbrennt. Und ich glaube, dass es bei den iPhone 10, 10R und 10S nicht mehr so ist, weil die ja diese schwarze Front haben und deswegen lieber auf das Weiße verzichten werden. Und deswegen überlege ich halt da wieder ein iPhone in weiß zu kaufen. Hätte ich sonst auf keinen Fall gemacht.
Aber ich glaube, das wird sich alles zeigen, sobald die Dinger in den Läden auftauchen. Wobei die Läden natürlich hier die Apple Stores sind. Von denen haben wir ja in Hamburg zum Glück zwei. Und können uns das dann angucken, bevor wir, also ich jedenfalls, bevor ich es kaufe. Ja, ich werde es ganz normal online bestellen dann. Aber bei mir ist tatsächlich der Wunsch nach der neuen Uhr erheblich größer als nach einem neuen Telefon. Dann hol du dir doch die Uhr und ich hol mir das Telefon. Ich werde mir wahrscheinlich beides irgendwann kaufen. Ja. Wann, und hier holst du dir auch die AirPower mit? wo du deine Geräte drauf laden kannst? Ja, unbedingt. Die haben sie ja total gut angekündigt und so. Die kommen ja jetzt gar nicht mehr. Die haben sie letztes Jahr, glaube ich, angekündigt, ne? Ja, genau. Die haben sie letztes Jahr angekündigt für Frühjahr 2018. Die ist nicht erschienen bislang. Ich nehme an, sie hatten einfach größere technische Probleme und werden uns dann doch 2020 in der Keynote werden sie uns so zwei Tesla-Spulen vorstellen, die sie im Wohnzimmer dann geschickt platzieren. Dann kannst du dein Telefon mitten dazwischen auf dem Tisch platzieren und dann siehst du da die Blitze in das Telefon schlagen, damit es geladen wird. Ja. Dieses Wireless-Charging interessiert mich halt auch, aber naja. Ja. Warten wir mal ab. Genau. Wollen wir noch über andere Themen reden? Ja, lass uns doch noch mal eben drüber reden, worüber sie nicht gesprochen haben auf dieser Keynote. Über die AirPower Mat. Genau, das war nämlich das eine Ding. Das andere war aber auch das Apple TV. Es ist kein Wort dazu verloren worden, außer dass jetzt hier am Montag auch dazu die neue Software kommt. Also Dolby Atmos für mich. Dann zu den Apple Boxen. Wie heißen die Dinger noch? HomePod. HomePod. Der HomePod kriegt irgendwie ein neues Software-Update. Und das war es, was sie noch erwähnt haben. Was sie gar nicht erwähnt haben, sind Macs. Und was sie, außer dass auch da irgendwie am 27. glaube ich, die neue Betriebssystemversion erscheint. Was sie aber gar nicht erwähnt haben, sind tatsächlich die Mac-Computergeräte und iPads. Und ich glaube, dass wir im Oktober noch was zu den iPads erwarten können, weil da nämlich auch einfach dran ist, dass die runde Ecken kriegen, die Bildschirme, und den Homebutton verlieren. Und ich denke, dass das in diesem Jahr noch passieren wird. Ja. Nicht, dass es irgendwie für mich relevant wäre, weil ich kein Bedürfnis habe, mir ein neues iPad zu kaufen, aber ich glaube ganz fest, dass das kommen wird. Das aktuelle iPad ist ja ganz nett, das normale, das ist ja auch relativ günstig. Also preis-leistungsgünstig. Genau. Ne, 300 Euro oder 400 Euro und du hast ein sehr, sehr gutes iPad. Wenn die das so schaffen, so ein Gerät mit Notch und sowas rausbringen, das wäre ganz cool, ja. Ich habe zum ersten Mal bei dem iPad und bei diesem iPhone XR jetzt das Gefühl, dass sie tatsächlich Geräte für nicht mehr den superreichen, sondern den normalreichen Bürger rausbringen, zu denen ich mich möglicherweise zähle, weil ich einfach mir so ein iPhone überhaupt leisten kann. Ich muss kein schäbiges 200 Euro Android-Gerät kaufen, sondern kann halt ab und zu ein iPhone nehmen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Apple zum ersten Mal seit langem mit dem iPad und diesem neuen Telefon jetzt quasi was für uns tut. Aber nur mit dem 10R, jetzt nicht mit dem normalen 10-Tennis. Nee, schon mit dem. Das ist halt super teuer. Schon mit dem 10R. Also das ist genau das Gerät, was mich halt reizt zu kaufen, weil es eben in der Preislage ist, die ich bereit bin zu bezahlen. Über 1.000 Euro für ein Telefon hat mir das letzte Mal schon echt wehgetan, auch wenn ich sie nicht direkt bezahlt habe, sondern eben über den Vertrag zum Teil. Aber wenn du anderen Leuten erzählst, dass du 900 Euro für ein Telefon ausgibst, die gucken dich immer blöd an. Ich argumentiere das für mich selber dann immer, weil das ist der Computer, den ich am meisten benutze. Ne? Richtig. Ist es ja auch. Richtig. Aber viele halten einen für bekloppt und ein bisschen haben sie, glaube ich, recht. Also bei mir sind es ja verschiedene Dinge. Es sind zum einen natürlich der große Aspekt Luxus. Ich würde wahrscheinlich auch immer noch mit einem iPhone 4 klarkommen. So, das funktioniert halt immer noch, alle Apps, die irgendwie zur Kommunikation nötig sind. Wobei Luxus natürlich auch ist, dass die Kommunikation schnell genug stattfinden kann. Also meine Mutter hat ein iPhone 4 und da funktionieren manche Emoji nicht drauf. Das würde mich zum Beispiel schon mal stören. Ist aber auch ein reines Luxusproblem. Ich habe natürlich auch gerne neue Geräte in der Hand. Und es ist, wie du sagst, auch der Computer, den ich am allermeisten benutze. Und dafür lohnt es sich einfach. Ne? Benutzt dein Geld da, wo du Zeit investierst. Also investier dein Geld auch da, wo du Zeit investierst. Und deswegen halt auch die Apple Watch, die ich halt jeden Tag meine komplette Wachzeit am Arm habe und etliche Male pro Stunde drauf gucke. Ja.
Von daher scheint es mir allein deswegen schon sinnvoll, wenn ich das Geld habe, das eben da zu investieren. Und über ein neues Feature haben wir auch noch gar nicht geredet, fällt mir gerade ein. Da muss ich ja mal drauf eingehen. Ich verstehe es nicht. Es gibt etliche Leute, ich kenne persönlich diverse, die ein billiges Android-Gerät haben. Obwohl sie Geld hätten wie Hulle, kaufen sie sich ein billiges Android-Gerät, benutzen das jeden Tag 4 Stunden. Obwohl sie mit dem gleichen Ertrag das auch nur 2,5 Stunden benutzen könnten, wenn sie ein teureres, sinnvolleres Gerät gekauft hätten. Aber vielleicht ist es denen einfach nicht mehr wert. Also das kann ich schon verstehen. Also dass die sagen, brauche ich ja nichts Besseres. Das ist ja gut genug. Damit kann ich das machen, was ich machen möchte. Ja, aber das ist eben, also ich verstehe es halt nicht. Wie kann man sich denn so beschränken? Das ist so, als wenn ich total gerne koche, aber ich benutze keinen Kochlöffel dafür, sondern nehme immer irgendwie so einen Zahnstocher zum Umrühren. Ja, ich weiß nicht. Also, so, ne, kann man halt machen. Ich kann das nachvollziehen. Ich würde es nicht so machen, aber ich kann es nachvollziehen. Ich diskutiere dann halt auch nicht mit den Leuten, weil es sowieso nicht hilft. Aber gut. Ja. Was ich sagen wollte, die Dual-SIM-Funktion, da haben wir gar nicht drüber geredet. Oh, das stimmt, ja. Weil das ist ja für mich, ich finde das eine sehr interessante Sache. Weil ich ja relativ viel reise und mir dann auch meist lokal, wenn ich irgendwo länger bin, lokal eine SIM-Karte hole. Und ich bis jetzt mal das Problem habe, dass wenn ich die SIM-Karte wechsle, dass dann mir Leute auf meine Telefonnummer iMessages schicken, die nicht ankommen, weil Apple die Telefonnummer irgendwie dann irgendwann abmeldet. Ja. Und oft nehme ich dann ein zweites altes iPhone mit, wo dann meine SIM-Karte reinkommt, aber manchmal vergesse ich das auch. Mhm. Und das ist ein bisschen doof. Und jetzt könnte man halt die eigene lokale feste SIM-Karte könnte man auf diese eSIM packen und dann könnte man halt durch die Austausch-SIM immer was anderes reinpacken. Also könnte man immer seine Reise-SIM da reinlegen, wo man gerade ist in dem Land. Das finde ich ganz cool. Das finde ich auch interessant. Reise-SIM halt dafür, damit man unterwegs dann Internet hat, ne? Genau. Es gibt einen SIM-Karten-Slot wohl, aber man muss ihn nicht benutzen. Sondern es gibt auch einen eSIM-Slot. Ich weiß nicht, ob das Slot ist, aber man kann halt beides reintun. Das finde ich ziemlich cool an diesem Telefon. Nicht, dass ich das großartig benutzen müsste, aber die Möglichkeit zu haben, ist schon sehr reizvoll. In China fasst der SIM-Karten-Slot 2 physikalische SIM-Karten. Da haben sie ein bisschen anderes Gerät auf den Markt gebracht. Genau. Was ich auch interessant finde, habe ich auch schon überlegt, ob ich vielleicht noch mal in China mir das mitbringen soll, aber komme ich auch erstmal so schnell nicht wieder hin. Ja. Ja, na gut. Das war der Apple-Event eigentlich, ne? Genau, das war im Grunde der Apple-Event. Da gibt's nichts mehr zu sagen. Also ich hatte es nicht gedacht vorher, aber mich reizen beide Geräteklassen so, dass ich Lust habe, mir Neues zu kaufen. Ich werde halt jetzt einfach gucken, wann es irgendwie Zeit ist. Ja. Ich werde es nach meiner Reise tun, dann werde ich mal gucken. Je nachdem, wie viel Geld ich ausgebe auf der Reise, werde ich mich dann entscheiden. Genau. Ja. Aber dazu muss halt das zweite Gerät erstmal da sein, weil das halt kommt erst Ende Oktober. Im Gegensatz, also das 10R kommt erst im Oktober und das 10S kommt jetzt schon. Genau. So. Spiele. Spiele, genau. Ich habe ein bisschen... Ich muss kurz einleiten mit den Spieleteil. Wir sind ein paar Stunden, ungefähr 3,5 Stunden von der Nintendo Direct entfernt. Deswegen können wir über Nintendo-Neuigkeiten quasi nichts berichten, weil das erst in 3,5 Stunden erscheint und wir einfach nichts wissen und jetzt noch zu spekulieren bringt nichts. Ist schade. Also nächstes Mal erfahrt ihr der mehr drüber. Genau. Trotzdem habe ich ein bisschen was gespielt. Ja. Und zwar habe ich einmal, bin ich ja gereist, wohin bin ich einmal gereist? Nach China bin ich gereist, genau. Dienstreise. Und hatte meine Switch mitgenommen, glücklicherweise. Und ich wollte ja eigentlich viel Mega Man spielen, habe ich dann nicht gemacht, weil aus dem üblichen Mega Man, was man da so hat, man spielt, man verliert die ganze Zeit Leben, weil es so schwer ist und hat dann keinen Bock mehr. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss irgendwas spielen, wo ich nicht so leicht Leben verliere und was ich so easy locker wegspielen kann. Und dann habe ich Batman Telltale Game gespielt. Mhm. Das ist tatsächlich das erste Telltale Game, was ich richtig gespielt habe. Ich habe noch Borderlands irgendwie für die PlayStation mit mir runtergeladen, aber nie wirklich gespielt. Ich glaube, das war irgendwann im PlayStation Plus mit drin oder sowas. Und Batman habe ich halt einfach so blind mir gekauft für die Switch und habe das gespielt. Und das war ganz cool. Hat mir Spaß gemacht. Ja, sehr gut. Die Telltale-Game, das sind ja eher so, ich will nicht sagen Adventure, aber das sind so, ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Film und ab und zu kann man mal eine Entscheidung treffen.
für den Charakter. Das hat dann auch Auswirkungen natürlich auf diesen Film. Und manchmal hat man so Kämpfe oder sowas, da muss man ein bisschen schneller Entscheidungen treffen. Genau. Das trifft es im Grunde ziemlich gut. Eigentlich ist es so ein Quick-Time-Event-Spiel. Genau. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass halt die Story von Batman immer wieder anders ist. Also die Hintergrundstory und die Charaktere, auch die Hintergrundgeschichte der einzelnen Charaktere. Da müsste man eigentlich mal ein bisschen was zusammenfassen und mal gucken und so, wie hat sich Batman eigentlich entwickelt oder wie ist Catwoman entstanden in den verschiedenen Variationen, die es gibt. Das finde ich, werde ich sehr interessant. Vielleicht setze ich mich da mal ran, wenn ich mal ein Jahr Zeit habe oder so. Und dann schreibst du ein Buch. Oh, da könnte, soll ich ein Sachbuch über Batman schreiben? Interessante Idee. Ich finde eine Variante dieser Geschichte ganz cool. Es gab, glaube ich, 2010 eine Zeichentrick-TV-Batman-Serie, die heißt Beware the Batman. Und davon habe ich die ersten 10, 12 Folgen gesehen. Und die war ziemlich cool. Da war nämlich Alfred in Batmans Alter, was nicht so ganz hinhaut logistisch. Aber dadurch hatte er halt einen Sparring-Partner. Und das war ein ziemlich cooles Gespann. Abgesehen davon ist die Serie auch sehr, sehr cool und erinnerte mich an die Animated Series von Batman. Okay. Kann ich empfehlen. Es gibt, glaube ich, nur eine Staffel von, weil die offensichtlich nicht viele Leute cool fanden, aber ich fand sie gut. Muss ich mal gucken, ob ich die irgendwo sehen kann. Beware the Batman. Ja. Ja. Ansonsten habe ich noch gespielt die Demo von Mega Man 11. Die ist nämlich jetzt rausgekommen für die Switch. Ah. Und auch für andere Konsolen, aber ich hatte die Switch gerade da und habe das auf der Switch geladen. Und da kann man ein Level spielen mit, man hatte drei Waffen schon von irgendwelchen Gegnern. Und kann, also so eine Elektro-Dings und also so ein Drill-Dash und den normalen Booster und kann da ein Level spielen. Das ist ganz cool. Da kann man mal gucken, also die Leute, die Mega Man nicht kennen, können sich das mal angucken, ob es einem gefällt. Und Mega Man 11 hat ja auch eine neue Grafik bekommen und alles sieht ein bisschen moderner aus. Hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Okay, also ich habe das nicht angespielt. Ich bin auch kein großer Mega Man Fan. Ich hatte ja immerhin runtergeladen und hatte so ein bisschen Lust, mir das anzugucken, hab's dann aber doch nicht gemacht. Ja. Weil ich halt nicht so ein Mega Man Fan bin. Aber ich habe darüber bei Kotaku gelesen, dass es offensichtlich eine andere Art gibt, jetzt wie Mega Man durch Türen geht. Denn früher war es so, wenn man in die offene Tür reingesprungen ist, dann kann man auf der anderen Seite auch springen wieder raus und inzwischen ist es wohl so, wenn man in die Tür reinspringt, dann fällt er einfach stumpf zu Boden und läuft durch die Tür. Okay. Und da ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das ist halt schade. Also da haben sie ein bisschen zu wenig Fokus auf die Details gelegt. Wie hat's dir denn optisch ansonsten gefallen? Optisch hat mir das ganz gut gefallen. Also ja, es ist natürlich so ein bisschen, ich würde fast sagen, sieht ein bisschen kindischer aus. Aber gefällt mir optisch schon ganz gut. Also die Lichteffekte und sowas sind natürlich genial. Also das konnte man ja auf dem NES damals gar nicht machen. Und mir gefällt's. Okay. Was mir sehr gut gefällt, ist immer noch Hollow Knight. Ich hatte davon vor anderthalb, zwei Monaten schon mal berichtet. Da habe ich das für das NMAC getestet und bin aber nicht durchgekommen und hatte gedacht, ich sei schon relativ weit und jetzt habe ich halt nach weiteren 10 Stunden Spielzeit oder so festgestellt, dass ich immer noch nicht sehr weit bin, weil es einfach ein irrsinnig umfangreiches Spiel ist und es entwickelt sich wirklich toll. Du hast das Gefühl, es ist ein Metroidvania in so einem Käferkönigreich. Das heißt, alles ist sehr klein. Das merkt man beim Spielen aber nicht, weil man selber einfach so ein Käfer ist, der sich springend und Jump'n'Run-mäßig durch die Gegend bewegt. Und als Waffe hat er einen Nagel, weil das Äquivalent in der Käferwelt zu einem Schwert ist, was ich ziemlich witzig finde. Und damit besiegt man dann halt zum Teil bockschwere Bosse. Von denen gibt's, glaube ich, 35 oder so. Und ich habe noch längst nicht alle besiegt und ich habe auch noch nicht mal die Hälfte des Spiels gesehen bislang, was ich weiß, weil man dafür ein Achievement kriegt. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Ich habe neulich zwei Kollegen versehentlich überredet, sich Switches zu kaufen und das haben sie dann gemacht und dann spielen wir das jetzt alle parallel, was ziemlich witzig ist, weil wir uns dann darüber unterhalten können. Also so eine auch spielende Peer Group zu haben, ist immer eine witzige Sache. Das erlebe ich jetzt quasi gerade zum ersten Mal. Ja, habe ich auch nicht so wirklich viel Leute, die spielen bei mir.
Ja, ich hab Guacamole 2 ist jetzt rausgekommen. Oh ja, stimmt, das hätte ich auch gerne. Ich habe aber keine Plattform, wo es läuft. Genau, es ist auf Steam und PlayStation, glaube ich, rausgekommen. Ja. Ich habe den ersten Teil damals auf der Xbox gespielt, Xbox One. Ich finde es halt schade, dass es nicht auf der Switch ist. Ich habe es halt noch nicht gekauft, weil es halt nicht auf der Switch ist. Und ich bin halt selten zu Hause, dass ich die Zeit da reinstecken könnte. Ich würde es gerne spielen. Ich warte jetzt mal noch ein bisschen und guck mal, vielleicht kommt es auf der Switch irgendwann raus. Ich weiß es nicht genau. Wenn nicht, dann kaufe ich es mir. Ich finde auch, die Switch ist bei einem Spiel wie Hollow Knight und wahrscheinlich Guacamole auch, das ist ja auch ein Metroidvania im Grunde, ist die einfach perfekt geeignet, weil du, wenn du dich entspannt aufs Sofa legen willst und irgendwie vom Sound einfangen lassen, dann legst du dich halt aufs Sofa und schließt die Switch einen Fernseher an und sitzt auf dem Sofa zurückgelehnt. Und wenn du gerade unterwegs bist oder irgendwie der Fernseher besetzt ist oder was weiß ich, du bei der Arbeit eben 5 Minuten Pause machst, dann spielst du halt da eine Runde auf dem kleinen Bildschirm. Und das funktioniert einfach total super zu wechseln zwischendurch. Und das ist auch was ich bei Guacamole mir sehr gut vorstellen kann. Also deine Idee, dass du nicht genug Zeit am Fernseher hast, um das durchzuspielen, die kann ich total gut nachvollziehen. Ja, vor allen Dingen jetzt in den nächsten Monaten nicht, ne? Also im Winter wird es wieder mehr, da bin ich wieder weniger unterwegs, glaube ich, hoffe ich. Und dann wird es wieder mehr, dann könnte ich sowas besser spielen, aber jetzt gerade in den nächsten Oktober und November bin ich halt viel unterwegs noch. Ja. Und dann hole ich mir lieber noch ein neues Spiel für die Switch und spiele das lieber. Ja, ich habe gerade gesehen, es gibt auch alleine in diesem Jahr angekündigt noch ungefähr 5 Retail-Vollpreistitel, die ich für die Switch unbedingt haben will. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall genug. Genau. Starlink, Mario Party, Pokémon Let's Go. Diablo. Diablo kommt am 2.11., haben sie gerade heute rausgebracht, angekündigt. Zum Glück nicht früher, weil früher hätte ich gar keine Zeit. Und Smash Bros. Kommt im Dezember. Smash Bros. Überlege ich auch. Diablo habe ich für die PS4 und spiele ich sehr. Habe ich eine Zeit lang gespielt, aber halt auch nicht so intensiv. Und irgendwann hat es mich dann nicht mehr interessiert. Also ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen... Das war schon bei Diablo 1 so. Ich habe halt gerade mit einem Kollegen neu angefangen, Diablo 3 zu spielen in der letzten Season. Die endet jetzt, glaube ich, morgen oder so. Und da habe ich jetzt tatsächlich am Computer gesessen, also am Mac irgendwie mit Maus und Tastatur und habe es geschafft, irgendwie 30 Spielstunden zu verbraten in dieses Spiel, weil das einfach so Spaß gemacht hat. Und ich glaube, dass das bei der Switch-Version noch viel mehr werden wird, weil es einfach viel angenehmer ist für mich, Switch zu spielen als Computer. Mhm. Also von daher, überleg's dir. Ist kein schlechtes Spiel. Ja, nee, hol du dir lieber eine PlayStation 4. nein, ich glaube nicht. Wir haben letztes Mal, glaube ich, darüber geredet, dass ich gedacht habe, Avengers Infinity War gesehen zu haben oder auch nicht so wirklich, ne? Ja. Weil ich glaube, ich bin dabei eingeschlafen bei dem Film. Ja, ich habe ihn jetzt tatsächlich gesehen noch. Ah, sehr gut. Und was sagst du dazu? Ich glaube, inzwischen dürfen wir auch darüber spoilen. Der hat ja gar kein richtiges Ende. Ja, richtig. Finde ich ein bisschen doof. Naja, im Grunde ist es schon ein Ende. Wenn du nämlich den Film so betrachtest, wie er gemacht wurde, aus Sicht von Thanos, dann hat er ein Happy End sogar. Thanos war der Böse, ne? Richtig, der Leader-Typ. weil nämlich Thanos einfach sein Ziel erreicht hat. Der hat die Hälfte aller Leute irgendwie vernichtet. Ja. Also von daher, ein Happy End hat er. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt, da wird es wahrscheinlich einen Nachfolgefilm von geben. Ja, auf jeden Fall. Der ist ja schon längst angekündigt. Okay, ja. Dann muss ich mal gucken, dass ich den auch gucke. Aber ich fand ihn jetzt nicht so berauschend, also war... Okay. Ich kann die Begeisterung für diesen Film nicht nachvollziehen, sagen wir es so. Begeisterung hat er, glaube ich, auch nicht erfahren, sondern er hat vor allem diesen Schockmoment erfahren, weil keiner damit gerechnet hat, dass da so viele Leute bei draufgehen. Ich dachte, es waren noch alle am Anfang so begeistert, dass der jetzt kommt und da wollen die ihn gucken und... Ja, schon. Bevor sie ihn gesehen haben, waren alle begeistert, aber was sagt das schon aus? Ja. Naja. Also ich habe ihn gesehen und naja. Es war sehr lustig. Gab es am Ende noch weitere Szenen? Ich glaube schon, ja. Hinter dem Abspann? Ich weiß es nicht mehr. Bestimmt, ich erinnere mich nicht. Ja, ich auch nicht mehr. Ist auch egal. Ach doch, natürlich. Die Szene mit dem Schwadden und der Frau.
hier, wie heißt er? Samuel L. Jackson und Robin Schabatzky. Weiß ich nicht. Die saßen im Auto und dann haben sie auch von diesem Thanos-Event quasi, wurden sie überrascht. Okay. Und dann haben sie aber jemanden gerufen mit einem Pager, der jetzt sie alle retten kommt. Nämlich Captain Marvel. Batman. Nee, nicht Batman. Captain Marvel. Weißt du, wer Captain Marvel ist? Nee. Captain Marvel ist eine Frau. Und die ist quasi das Marvel-Pendant zu Superman. Captain Marvel, okay. Was die Fähigkeiten angeht und was die Güte, Goodness, Gutheit angeht. Und die kriegt jetzt einen eigenen Film im kommenden Frühjahr, der aber wahrscheinlich zu einer völlig anderen Zeit spielt und wahrscheinlich auch in einem völlig anderen Universum. Wir wissen es nicht, weil es einfach noch nicht feststeht. Und die wird auf jeden Fall in Infinity War Nachfolger, also Avengers 4, für die wahrscheinlich eine Rolle spielen. Okay, okay, okay. Mehr weiß man nicht. Gab es nicht auch von DC irgendeinen Superhero, der Marvel heißt? Marvel, ja. Marvell. Aber ich glaube, der war von Marvel. Ich glaube, es gab von Marvel mal einen Superhelden, der auch irgendwie, ich will nicht sagen Captain Marvel oder Dr. Marvel oder sowas hieß, und den haben sie dann aber irgendwann umbenannt. Ja. Nee, das weiß ich nicht. Okay, ist auch egal. Ja. Gut. ansonsten beschäftigt mich momentan noch das Spiel Monster Hunter Generations Ultimate. Hast du schon mal von Monster Hunter was gespielt? Nein. Das ist so eine, ich glaube, es kam früher auf der PS2 raus, dann gab es eine Weile lang nur 3DS-Spiele damit oder DS- und 3DS-Spiele oder so. Und jetzt gibt's eben eine Switch-Variante. Ich habe die Figur gefunden. Nämlich? Shazam. Die Figur Shazam von DC. Okay. Hieß früher Captain Marvel. Aha. Ja. Okay. Wurde 41 als Kinofilm rausgekommen. Okay. Als Captain Marvel. Egal. Monster Hunter. Schon mal, hast du nicht gespielt, hast du gesagt? Nein, habe ich nicht. Okay. Das ist halt ein Spiel, was sich dadurch auszeichnet, dass du quasi null Story hast. Du bist halt ein Jäger und wirst losgeschickt, um eine ganze Reihe von Gegnern zu besiegen. Und diese Gegner, die haben alle, sind halt alles irgendwelche Monster in verschiedensten Größen. Die kleinen sind so groß wie ein Velociraptor vielleicht. Und die großen sind halt erheblich größer. Mhm. Und die haben alle verschiedene Eigenschaften, was ihre Kampftechniken angeht. Und man muss sie auf sehr, sehr vielfältige Weisen besiegen, um sie dann zu zerlegen und sich mit deren Eingeweiden neue Rüstungen zu basteln. Ich weiß es nicht so genau. Klingt eklig. Vielleicht waren es ja eine Eingeweide, sondern die Schuppen oder so. Aber auf jeden Fall kann man seine Gegner da erlegen, um sich daraus neues Zeug zu bauen. Und in diesem Spiel Monster Hunter Generations Ultimate, das ist ein 3DS Remake, Remaster vielleicht eher. Da gibt es 93 Monster und ich habe mir halt vorgestellt, ich habe noch keins von denen tatsächlich besiegt. Ich teste das gerade für das NMAC. Und ich habe mir vorgestellt, man braucht so ungefähr eine halbe Stunde pro Monster, für die späteren dann mehr. Und alleine, bis ich jedes Monster einmal gesehen habe, vergehen 45 Stunden. Das ist also ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. Was da nett dran ist, ist, dass man das eben auch im Multiplayer spielen kann. Und besagter Kollege, der einer von denen, die sich jetzt eine Switch gekauft haben, der hat sich eben auch dieses Spiel gekauft. Und da stelle ich mir vor, dass wir einige nette Abende verbringen, chattend, also Voice-Audio chattend und Monster Hunter spielend. Mhm. Also das steht mir bevor, da werde ich bestimmt in den nächsten Wochen noch mehr von berichten. Muss mir mal zeigen. Für mich hört sich das alles komisch an. Ja, das ist auch das Problem. Also das Spiel ist offensichtlich sehr, sehr komplex. Es gab jetzt eine Version für PS4 und Xbox, glaube ich, die hieß Monster Hunter World. Und die soll sehr einsteigerfreundlich sein und viele Dinge einem abnehmen.
Was aber von den Fans dieser Serie nicht gewollt ist, weil die einfach dieses Komplexe auch mögen. Und ich hatte immer ein bisschen Angst vor dieser ganzen Serie, weil ich dachte, ah nee, komplex und so und Einsteiger unfreundlich und ich weiß ja nicht. Aber es stimmt halt gar nicht. Monster Hunter Generations Ultimate fängt total simpel an und es bringt dir alles bei, was du wissen musst. Du musst halt viel lesen, damit du es begreifst, aber wenn du lesen kannst, dann das ist zu erwarten, wenn man Videospiele spielt. Dann kannst du das halt auch alles lernen und du hast eine ganze Reihe von Tutorials, die dir die ganzen Techniken beibringen, irgendwie erst die Monster umbringen, dann die Monster auseinandernehmen und dich anschleichen und was weiß ich, was du alles machen musst. Also gibt schon verschiedenste Dinge. Es ist also nicht einsteigerunfreundlich, wie ich zunächst befürchtet hatte, weil das alle sagten. Okay. Ich mag ja gerne Spiele, wo ich nicht so viel lesen muss, also Mega Man brauche ich nichts lesen, weil die Story ist egal und man kann da rumhüpfen. Das stimmt, das sehe ich auch ein, aber es ist halt auch irgendwie nett, wenn du dich so richtig in so ein Spiel reinsteigern kannst und Experte wirst auf deinem Gebiet und dann eben dieses Monster besiegst, weil du dann das Gefühl hast, du hast wirklich was Krasses erreicht und weißt eben auch, worum es geht. Also dafür brauchst du dann halt die komplexe Steuerung, damit du auch das Gefühl hast, du hast alles Mögliche selber gemacht. Also ja, irgendwie deine Rüstung zusammengeklaubt aus Monsterutensilien und dann irgendwie selber zusammengeschnitzt. Ich weiß nicht genau, was man da macht in diesem Spiel. Kochen. Man kocht. Vielleicht kocht man Gemüsesticks. Man kocht sich halt auch seine Nahrung selber in diesem Ding, in diesem Spiel und isst sie dann, bevor man auf die Jagd geht und so. Und ich glaube, dass das auch schon ein sehr, sehr erhebendes Gefühl sein kann. Weil du eben das Gefühl hast, du hast alles selber gemacht und deine ganzen Einstellungen und so fein justiert und deine Waffe zwischendurch im Kampf irgendwie geschärft an einem Schleifstein und was weiß ich, was es alles für Möglichkeiten gibt. Also, ja, das ist schon ein komplexes Ding. Ja. Ja. Ich bin gespannt auf deinen Bericht, wenn du es richtig intensiv gespielt hast. Genau, das werde ich auf jeden Fall jetzt tun in den nächsten Wochen und dann einen Test verfassen fürs NMAC, den können wir verlinken, aber ich werde auch hier darüber berichten. Sehr gut. Gut, ich glaube, dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Es wird sich jetzt noch mal ein bisschen wieder hinziehen bis zur nächsten Folge. Also auf jeden Fall nicht am Wochenende. Aber dann gucken wir mal. Genau. Was übrigens, wir können es noch kurz erwähnen. Wir denken gerade über eine Planänderung bei Level Complete nach. Unserem YouTube-Kanal. Genau, wo ihr wöchentlich von uns lustige Videos findet, jeden Freitag um 17 Uhr. Da wird es also möglicherweise demnächst eine Änderung geben. Wir wissen aber noch nicht so genau, was. Also es kann auch mal dauern. Wir sind noch am Konzept überarbeiten. Falls ihr Vorschläge habt, könnt ihr uns die gerne schicken. Wir haben schon eine Idee, aber wenn ihr noch eine bessere habt, dann genau. Was würde euch mehr reizen, so einen Kanal zu verfolgen und die Videos zu sehen? Sagt uns einfach Bescheid, wenn euch was einfällt. Gut. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis denn. Tschüss. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt. Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst. Am liebsten mit 5 Sternen, weil wenn 5 Sterne da sind, dann finden uns noch viel mehr Leute. Außerdem könntet ihr uns Nachrichten schicken über Twitter bei twitter.com/dml_podcast. Genau. Und du bist _Holger bei Twitter. Und du bist Kurt Nager, CODENAGA. Und außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com/dirtyminutesleft. Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendion.net/dirtyminutesleft. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr keinen Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left App runterladen. Wenn ihr uns auf der Straße seht, sprecht uns gerne drauf an. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.